Wir haben ausgerüstet und jetzt dürfen wir das Spielzeug auch noch testen. Das klingt gut, da lasse ich mich nicht zweimal bitten. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Watch Dogs Bad Blood. Nicht müde werden, Leute. Genau, du wirst jetzt aber müde. Achtung. Das ist gemein, aber das ist gut. Hätten wir wahrscheinlich auch ohne geschafft. Hoppala, da kommt jemand rein. Unser Auto. Lass unser Auto in Ruhe. Es wird aber wieder zurück sein, weil wir es da vorne nicht sehen. Hat das jemand gehört? Sniper, das ist ein Pistolenschuss. Zum Glück haben wir so viel Munition. Das finde ich echt praktisch. So, kommen hier noch mehr Hanseln an? Oh, Geld gibt's auch noch. Da ist auf jeden Fall wieder Licht zu sehen. Und da kommt oben auch jemand rein. Zwei Leute sogar. Er kommt zu uns. Ich will aber lieber wo drüber schießen. Oh, hier gibt's noch was zum Einsammeln. Mann am Boden! Hock dich hin. Mann. Sei vorsichtig! Hätte gedacht, er läuft noch Seht weiter, aber näher ging sofort in Deckung, was ja auch verständlich ist. Immerhin ist sein Kollege umgekommen. Gefällt mir auf jeden Fall, wie T-Bone das erledigt. Ferngesteuertes Auto könnten wir einsetzen, aber ich wüsste gerade nicht warum. Geld. Ja, hallo. Durchsucht das Gebiet. Na, schade. Aber es ging soweit noch gut. Ich wollte eigentlich auf ihn schießen, als er da in die Ecke geguckt hat. Sind die jetzt hier in dem kleinen Raum drin, wo wir was gefunden haben? Die Audio-Tagebücher? Nee, dann werden sie wohl am Aufzug stehen. Hast du noch jemanden? Cool, wie er sich um die Ecke lehnt. Was ist denn da drüben? Ich lade mal eben nach, weil 10 Schüsse sind dennoch besser als 9. Ist da noch wer? Aktuell nicht. Dann gehe ich mal schnell durch. Und wir haben auch ein Blinkerlicht auf dem Rücken. Ähnlich wie Sam Fisher. Dann mal rein. Ob das jetzt gut geht, das Ding geht ja gar nicht zu. Ah, ich habe zu kurz gedrückt. Ich glaube, ich habe zu kurz gedrückt. Okay, ich habe deine Datei. Ich werde ehrlich sein. Das sieht echt scheiße aus. Die haben Fixer auf dich angesetzt, Mann. Wie die, die mich verfolgen. Nur, dass ich meine Spur vor Jahren verwischt habe. Gott, die haben nicht mal biometrische Daten und finden mich trotzdem immer wieder. Und jetzt scheinen sie auch dich zu suchen. Nach einem Jahrzehnt? Warum? Ich weiß nicht. Aber wir müssen es herausfinden, bevor wir Fluchtpläne machen können. Wir haben nicht viel, womit wir arbeiten können. Wir wissen nur, dass die Fixer wissen, dass du in der Pennerstadt lebst. Ja, aber hier sehen sie mich nicht. Was machen wir nun? Ich habe eine Idee. Ich hol dich bald ab, dann geht's los mit Phase 2. Halt bitte nicht so, sonst krieg ich gleich wieder eine Panikattacke. Besser, du hast jetzt eine, als wenn wir da ankommen. Denn du sollst die Fixer da rauslocken. Nein. Doch. Ray? Nein. Ich muss los. Hier wird es gleich ziemlich laut. Und stürmisch. Oh. Hier ist nichts, ich suche anders. Na, dann müssen wir es anders erledigen. Das sind mir eindeutig zu viele. Das ist zwar von Vorteil, wenn wir lange nicht entdeckt werden. Oh, der schöne Heizstrahler. Dann mache ich ihn auch noch kaputt, ehe ich daneben stehe. Keine Lust, dass der mich umbringt. Da wäre auch noch einer. Den könnten wir auch einsetzen. Will ich jetzt aber nicht. Oh, die treffen aber auch gut. Und Verstärkung. Nehme ich in Kauf. Wir haben gerade eine ziemlich gute Position hier oben. Hat er sich noch am... Die zerschießen sich selbst. Ich habe jetzt da unten am Boden noch eine Bewegung wahrgenommen. Na, von links kommt einer. Es klang zumindest so, dann ist er wohl noch unten. Da ist er wirklich. Ach, der ist da. Moment, Moment. Ne, nicht rufen. Na, der hockt. Zu blöd.
Ach, schade. Noch mehr Verstärkung. Aber wir schaffen das schon. Bin ich ganz zuversichtlich. Wir ballern uns hier raus. Munition haben wir noch genügend und Leute liegen auch noch mit genügend Munition um uns herum. Da kommt aktuell niemand. Laut Karte haben wir hier freies Gebiet. Aber da ist noch einer. Ah, dieses blöde Salbenschießen. Oh, das wäre beinahe schief gegangen. Kann man das irgendwie umstellen? Was hast denn du dabei? Die haben wir jetzt mitgenommen. Mit. Nicht ausgetauscht. Ah, die kann auch Dauerfeuer. Das finde ich viel besser. Dieses... Ach, Sturmgewehrmunition. Dieses blöde Salvengeschieße oder der Burstfeuer gefällt mir, wenn er automatisch in der Waffe vorhanden ist, gar nicht, weil den mache ich lieber selbst mit kleinen Feuerstößen. Oh, was? Scheiße. Da ruft ein Zivilist jetzt, weil ich rumgeballert habe, jemanden an. Dass hier irgendwas los ist. Das war scheiße. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Jetzt nach Verdächtigem. Scheiße, jetzt habe ich mir ein Ei gelegt. Schaffen wir das noch raus? Nee, es wird nichts. Dann müssen wir uns jetzt schnell ein Auto suchen, weil die Polizei ist schwierig abzuschütteln. Und zu Fuß schon gar nicht. Naja, wir schnappen uns den Wagen hier. Und dann muss ich mal schauen, was ich hier mit der ganzen Hackerei zustande bekomme. Meine Lieblingswaffe war eigentlich die Geschichte mit den Pollern, die wir aus der Straße hochfahren konnten. Die Wasserrohre waren an sich auch nicht übel, aber der Monitor? Der hat Monitore an seinem Container dran. Naja, wenn er meint. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal die Polizei loswerden. Bitte fahren Sie rechts ran. Das machen wir sogar wirklich. Na, zu zweit. Moment, gab's nicht sowas wie was zum Tackeln? War das mit C? Oh ne, C war Kamera wechseln, wie eigentlich üblich. Nein, will ich jetzt nicht. Die Ego-Ansicht im Auto. Ich will lieber wieder auf die richtige Seite. Ich sollte eher von der Autobahn runter, weil wir sind nicht schnell genug. Aber die sind auf der falschen Seite. Ah, die kommen wieder rüber. Was bringt mir das da oben? Den Kerl schalte ich aus. Mach das. Also ich werde hier gleich wieder runterfahren, weil wir hier oben kaum Möglichkeit haben, unsere Hackerfähigkeit einzusetzen. Vielleicht kann ich hier noch andeuten, dass ich bleibe und dann... Hat's jemand geschluckt? Ich glaube nicht. Ne, die fahren uns beide hinterher. So blöd waren sie nicht. Die Ampel bringt mir nicht viel. Der Regen sieht wieder schön aus. Oh, ein Wagen, ein viel schnellerer. Aber ich steige nur ungern aus, weil wir nicht viele Schüsse abhalten können. Der ist da durchgekommen. Hier in der Ecke gibt's kaum was zum Hacken. Dann fahrt mal geradeaus weiter, ich biege ab. Nee, ich bin links gefahren. Ich habe meinen eigenen Kopf. Oh, ja, merkt man. Die haben alle so gute Wagen. Auf jeden Fall besser als das, was wir haben. Aber das war da, glaube ich, beim Parkplatz noch der Beste. Und viel mehr Zeit konnten wir uns da gar nicht erlauben. Zum Aussuchen. Zum wählerisch sein. Aber seltsam, die Stadt hat auch wieder gar keine Beleuchtung. Schöner Flug. Ah, da ist ein Tor. Da will ich rein. Ich pfeife darauf. Oh Gott, und ich pfeife... Nee, ich fahre gegen den Springbrunnen. Erstmal aufmachen. Ah, das war das Parkhaus, was ich, glaube ich, meinte. Was, Nagelsperre? Habe ich aber nicht gesetzt. So, aktuell ist niemand um uns herum. Ah, da könnten wir rausfahren. Dann fahren wir raus, ansonsten hätte ich mir eine Gasse gesucht und hätte abgewartet. Zack. Das war's für heute. Also bloß nicht mit den Anlegen, da sind wir auf jeden Fall unterlegen. Was denn das? Ach, das ist kein Fall, das ist einfach bloß eine Baut. Eine Baute. Ich dachte, da will uns das Spiel irgendwas zeigen, was da Tolles ist, aber nein. Dann suchen die uns noch ganz leicht, wir dürfen einfach nicht mehr auffällig werden. Und wir schauen mal auf die Karte. Wir müssen uns ja nochmal...
Am anderen Arsch wieder treffen. Oh Mann. Umlenken dürfen wir auch noch. Aber ich würde auch ganz gerne wieder den Wagen wechseln. Einfach was Schnelleres. Den schicken Ferrari habe ich stehen lassen, weil ich hatte nicht die Zeit, dahin zu gehen. Entschuldigung. Ich hoffe, sie nehmen mir das nicht übel. Wir haben wieder eine kleine Aufmerksamkeit unter der Karte bekommen. Was habt ihr für Wagen? Auch keine dicken Dinger. Der hier wäre schon dicker. Wir sind noch leicht auffällig, aber ist mir gerade egal. Schneller ist immerhin schneller. Jetzt willst du noch jemanden anrufen? Nö, doch. Oh Gott. Ich schaff das. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Ich wurde umgefahren. Verletzt und verletzt. Zwei, okay. Naja, Hauptsache, da wurde nichts gerufen. Und ich habe endlich mal einen schnelleren Wagen und mit dem kann ich auch fertig fahren. Ja, etwas schneller wird er sein, aber ich bleib dabei. Ich fahre jetzt diese Kiste nach Hause. Außer ich sehe einen ganz bestimmten Wagen. Oder einen ganz, ganz schönen. Also den Mercedes-Abklatsch oder auch den Ferrari-Abklatsch, den würde ich wieder nehmen. Außer vielleicht 5 Meter vom Ziel. Aber selbst das könnte ich machen, weil ich den Wagen ja gleich bei der nächsten Mission einsetzen könnte. Bei der nächsten Fahrt. Auf jeden Fall wieder schön, hier in Watch Dogs Chicago zu sein. Es sieht nämlich toll aus. Und bisher macht auch das Gameplay ordentlich Spaß. Und unsere Geschichte dreht sich darum, dass wir Tobias mit hier rausbringen, weil er über uns Bescheid weiß und andererseits, weil wir ihm gewissermaßen noch was schuldig sind. Aber bevor wir raus können, müssen wir erst noch ein paar Sachen klären. Ein paar Spuren auch noch verwischen. Ganz zum Schluss. Und dann können wir wohl abhauen. Für einen DLC klingt es jetzt gar nicht mal so übel. Oh Gott. Boah. Das ging ordentlich in die Hose. Hoffentlich ist keiner gestorben. Wir haben auf jeden Fall keine Anzeige bekommen. Aber etwas Aufmerksamkeit haben wir verursacht. Der zeigt mir wieder an, dass ich das ferngesteuerte Auto verwenden könnte. Weil ich es einfach noch als Gegenstand ausgewählt habe. Kein Köder? Nö, das Auto. Die meiste Zeit sind wir hier in dieser Folge zu Rad unterwegs. Zu viel Rad. Aber es geht doch recht flink und es schaut schön aus. Jetzt wird der Regen wieder auf. Womöglich wird es auch noch hell, also wieder Tag. Und wir sind auch schon wieder da. Köder. Haben wir erst verwendet. Oh, wir sind schon im zweiten Akt angekommen. Überzeug mich, dass das keine Scheißidee ist. Also, deine Verstecke werden überwacht. Du erregst ihre Aufmerksamkeit und wir verfolgen sie zurück. Bis zur Quelle. Ja, ja, niemals. Erzähl mir mehr über deine Bedenken, wenn wir auf der Straße sind. Bist du bereit? Nein. Gut, los geht's. Aber warum müssen wir den alten Wagen nehmen? Weil weniger Aufmerksamkeit fahren sie Tobias zur Pennerstadt. Nun gut, dann machen wir das einfach mit diesem Wagen. Muss mal schauen, also. Was soll ich tun, wenn ich jemanden sehe? Sei ganz normal. Wie soll. Normal. Das sollte wirklich nicht schwierig sein. Wir sollten keinen Verdacht schöpfen. Normal für dich oder normal für mich? Weil normal für mich bedeutet, dass ich Menschen aus dem Weg gehe, ganz besonders den gefährlichen. Normal, normal. Ich brauche nur genug Zeit, um sie zu hacken und irgendwas Nützliches zu finden. Du läufst rum, ich bleib dran. Wie kommst du darauf, dass das klappt? Na, die halten Ausschau nach dir. Wir wissen, dass du in der Pennerstadt warst. Nenn es nicht so. Wenn du Fixer angelst, was bin ich dann eigentlich? Köder? Schön schaut das aus. Du bist der entscheidende Teil des Plans, Mann. Ja, Köder. Was, wenn die losschlagen? Wir wollen, dass sie losschlagen.
Jetzt kommt mein Part. Ich schlag zuerst zu und wenn sie sich melden oder abhauen, verfolge ich sie zur Quelle. Du wirst mir vertrauen müssen. Ha. Was? Ich wiederhole. Du bist doch der Grund für all meine Vertrauensprobleme. Wer hat dich gleich nochmal aus dem Kofferraum geholt? Na ja, gut, das warst du. Aha. Hat nur ein bisschen lang gedauert. Für den Rest der Fahrt spielen wir das Stillsein-Spiel, okay? Okay für mich. Ich hätte da hinten abkürzen können. Ist aber trotzdem kein guter Plan. Nicht immer auf das Navigationsgerät vertrauen. Aber hör nicht auf mich, das macht sowieso keiner. Mal gucken, ob das so weitergeht, ob er quatscht und T-Bone einfach still ist. Na, bleibt er still? Scheint so. Aber kommt da noch was? Wahrscheinlich doch nicht. Oh, da. Er beschwert sich auch nicht über unseren Fahrstil. Das machen ja die Beifahrer in Spielen gerne. Ups, Entschuldigung. Wir lecken dich nicht am Hintern. Jetzt parken wir einfach hier. Ach gut. Das ist es, Mann. Yep. Du musst einfach nur rumlaufen. Ja. Kinderspiel. Kinderspiel. Wenn sich Fixer zeigen, ja, dann beschütze ich dich. Yep. Hast du verstanden? Ja. Das ist unsere Falle. Ja. Sag es. Unsere Falle. Unsere Falle. Unsere Falle. Du weißt. Ja. Du musst aufhören, das zu sagen, sonst wissen die, dass das eine Falle ist. Ja. Unsere Falle. Du bist ein bisschen zu nah dran, Ray. Die sehen dich noch. Dann halten wir mal Abstand, aber ist auch ziemlich... das ist Missionsgebiet verlassen worden. Ist aber auch ziemlich auffällig, dass... was da der gute T-Bone auf dem Rücken hat. Läuft man so durch die Stadt? Ich weiß es nicht. An meinem Rucksack kleben andere Sachen. Mir gefällt nicht, wie der Typ aussieht. Irgendwie verdächtig. Beschützen. Wir sollen aber Abstand halten, noch. Er wittert bloß Gefahr, nehme ich an. Oder da braut sich was zusammen. Achso, ich war zu nah. Ach, ich hätte gedacht, das zählt hier noch als Abstand, weil ich doch eine andere Ebene hatte. Ich habe nach links geschaut, da haben ein paar Buchstaben aufgeleuchtet. Zu nah dran, Ray. Die sehen dich noch. Und sieht man uns immer noch? Ich lese bloß meine Zeitung auf dem Handy. Ich kaufe nichts, das kannst du knicken. Oh, Essen. War das jetzt das Missionsgebiet, was wir auf der Karte sehen? Ich könnte ja... wie der Typ aussieht. Irgendwie verdächtig. Seit ich weiß, dass sie die Regierung abgezogen haben, habe ich mir... Ich bleibe einfach mal hier oben, weil hier könnten wir noch schnell zugreifen. Wir sollten nicht so oft nach rechts gucken. Finde ich aber seltsam, dass recht wenige auf ihr Smartphone schauen. Okay, Verbrechen sinkt. Ist wohl ein Privatdetektiv. Arbeitet an einem Fall. Einem anderen. Wie soll ich jetzt meinen Job machen? Ich werde überwacht. Die haben so ein Er hat seine Antidepressiva abgesetzt. Der Typ auf der Bank beobachtet mich. Ein Steuerberater? Das ist nur ein Arbeiter, der mal Pause macht, Fruhr. Geh weiter. Aber cool gemacht, die Mission. Gefällt mir bisher. Eine Beschützermission eher nicht so gut, aber an sich gut gemacht. Die Regierung abgezogen haben, habe ich mir, sagen wir mal, ein bisschen was von dem Geld abgezogen. Ein Fitnesscoach. Der trifft sich doch bloß mit ein paar Freunden. Bleib ruhig. Ich finde das auch noch so schön, dass wir so langsam gehen können. Das ging aber auch schon im Hauptspiel. Stell uns mal in das Fotogerät rein. Diente im Irak. Ein Herr Obdika. Oh, halt, Hacken. Konto. Was, wo? Meine. Kleinvieh macht ja auch Mist. Geht freiwillig zum Drogentest.
sehr interessant, hat wöchentlichen Vlog. Hallo. Er hat lange nichts mehr gesagt, ne? Jetzt flipp bloß nicht aus, aber du hast einen Verfolger. Ich flipp nicht aus, ich flipp nicht aus. 43 ist er. Der Tobias. Und hier haben wir einen Kfz-Mechaniker. Ups. Wir verfolgen jemand anderen. Hey Mann, hast du eine kleine Spende für einen Veteran? Sehe ich etwa aus, als hätte ich was zu spenden? Komm schon. Hey, deshalb musst du doch nicht gleich austicken. Ich will doch nur ein bisschen Hilfe, Mann. Himmel. Fehlanzeige mit dem Verfolger. Und ich habe keine Daten zu deinem obdachlosen Freund. Was macht dich so Dann würde ich aber sagen, machen wir erstmal in der nächsten Folge weiter. Was war denn das jetzt? Na egal, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.